Herr Schubert Rapp, gut 100 Tage sind Sie jetzt im Amt des Präsidenten des Bayerischen Baugewerbes. Was hat sich für Sie verändert? Meine Terminplanung. Meine persönliche Terminplanung, meine Planung von Geschäftsterminen und wie ich wahrgenommen werde, das ist für mich schon sehr interessant. Was waren denn die wichtigsten Themen jetzt zurückblickend in den ersten Tagen Ihrer Amtszeit als Präsident? Ja, da gab es zwei ganz wichtige Sachen. Das eine war die Mandelverordnung, die wir ja mit vereinten Kräften und sehr viel Engagement nun in die neue Legislaturperiode bringen konnten. Und das zweite war die Gewerbeabfallverordnung, wo es uns gelungen ist, den Prozess, den bürokratischen Aufwand, die Art und Weise, wie wir auf der Baustelle damit umgehen können, einigermaßen handhabbar zu gestalten. Nach dem Blick zurück, der Blick nach vorne, wenn Sie so die nächsten Monate ins Visier nehmen, was werden aus Ihrer Sicht so die Kernthemen für die Organisation sein? Die Kernthemen werden in erster Linie mal sein, dass wir jetzt mal beobachten müssen, wie sich die politischen Gremien formieren, sodass wir da auch wieder den Anschluss gewinnen können oder behalten können, dass wir die richtigen Gesprächspartner finden, die Entscheidungsträger ansprechen können für unsere Themen, die wir haben. Ich habe ja gerade von der Verschiebung der Mandelverordnung gesprochen. Da muss jetzt natürlich eine Menge Arbeit geleistet werden, um die entsprechend gestalten zu können. Dann sind es die Themen Wohnungsbaupolitik und vor allem steuerliche Förderung der Wohnungsbaupolitik mit der Sanierung bestehender Gebäude. Wir haben das Thema Deponie. Wir dürfen eines nicht vergessen, das Thema Umwelt wird uns weiterhin begleiten, ob wir den nun wollen oder nicht. Jetzt vielleicht eine etwas herausfordernde Frage. Wenn Sie in ganz kurzen Worten eine Vision, Ihre Vision für das bayerische Baugewerbe formulieren sollten, was würden Sie sagen? Meine Vision ist ein Baugewerbeverband, der sehr gut aufgestellt, sehr gut vernetzt ist, der sehr effektiv ist. Das geht mit einer schlagkräftigen, relativ schlanken Mannschaft, der wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, und zwar positiv wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, und der in der Lage ist, seine Mitglieder so zu vertreten, dass sie, ich sage Ihnen einfach mal, den Zwang verspüren, zu uns zu kommen. Vielen Dank, Herr Schubert-Rapp. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die nächsten Monate und Jahre in diesem Amt. Dankeschön.